willkommen zum weiteren Let's Play von Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Heute der zweite Fall, eine Studie in Grün. Dazu muss ich sagen, ich habe es vorher schon mal gespielt, habe dann gemerkt, die Tonqualität war ja so miserabel, das konnte ich überhaupt keinem zumuten. Habe ein zweites Mal angefangen, da vergessen die Aufnahme zu drücken. Jetzt also Versuch Nummer 3. Versuche natürlich trotz allem irgendwie alles zu zeigen, nichts auszulassen und auch nicht so durchzurushen. Und auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Fall weiß ich ja, was passiert. Das Ende kenne ich selber noch nicht. Also irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo auch wieder alles neu für mich ist. Sowohl für euch dann auch. Außer für einen meiner Zuseher natürlich. Ein Zuschauer weiß ich, hat das ganze Spiel schon durch. Für den weiß ich ja gar nicht, wie interessant das ist, das alles noch anzugucken. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ja, gut gemacht, Watson! Holmes, Sie kegeln? In der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh nein! Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Okay, das mit der Kleidung haben wir ja in einer der Folgen vom ersten Fall schon gesehen. Wir haben hier hinten links den Kleiderschrank, wo wir die verschiedenen Kostümierungen, Kleidungen haben. Da haben wir immer noch den Mantel an vom ersten Fall. Der Freizeitanzug wird sie wohl nicht sein, aber wir hatten hier irgendwo Sportkleidung. Sportkleidung, genau. Und so hatte ich auch gesehen, so sind alle anderen dort gekleidet. Die haben zwar noch einen Hut auf, den hatte ich beim ersten Mal nicht auf. Werde ich diesmal auch nicht machen, weil mein Finalteilnehmer auch keinen Hut auf hat. Wir passen uns ihm einfach ein bisschen an. Dann natürlich obligatorisch möchte ich hier unseren Toby begrüßen. Mit einem eigenen Schwanz hinterhergejagt. Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Ich weiß nicht, ich finde den Hund einfach toll. So, seine Kugeln. Bowls-Kugeln für das Turnier. Was auch noch sehr interessant war, hier das Zimmer von Caitlin. Haben sie erstmal komplett neue Tapeten auch angemacht, als sie da eingezogen ist. Ich habe mir das einfach mal kurz angeschaut. Ich will es euch natürlich auch mal zeigen. So sieht halt das Kinderzimmer von ihr jetzt aus. Holmes. Sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht. Ja, meint da wohl die Miss Bouvier. So, dann hier natürlich als Aufgabe sollen wir an dem Finale von dem Bowls-Turnier teilnehmen. Und hier auf der Karte können wir auch direkt zu dem archäologischen Club reisen. So, ich hoffe, das bringt mir jetzt, dass ich schon mal Übung habe in diesem Minigame, das gleich kommt. Aber ich habe beschlossen, auch wenn ich es jetzt nicht gewinne, lasse ich es einfach mal so stehen als Aufnahme. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Kitschi. Der Kitschi? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um.
Okay, mit dem da hinten konnten wir nicht reden, das weiß ich schon. Die Statue können wir untersuchen. Mann. Diese Statue besteht aus Metall. Die reden halt hier noch was. Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. So, wie ihr seht, alle haben hier diese Sportkleidung an. Mit dem Hut auf, außer unser Finalgegner, den werden wir dann jetzt gleich sehen. Was für ein wundervoller Novembertag. Die wollten, glaube ich, nichts mit uns reden, die da, oder? Ne. Hier vorne sehen wir dann den Hauptpreis. Der Hauptpreis? Der Maya-Kalender der Kitsche. Hier vorne, genau. Was für eine tolle Saison. Sieht man auf der Tafel halt einfach, wie hier natürlich der Weg zum Finale war. Und Holmes ist sehr stolz auf seine Saison. Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Ja, den haben wir uns ja gerade angeschaut. Dann... Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nur am nassen Rasen. Genau, und er beschwert sich halt darüber, dass er wegen nassen Rasen verloren hat. Kann er ja mal machen. So, dann hätten wir hier die Häppchen, die sind auch sehr interessant. Daran wird Watson seine Freude haben. Darf nämlich Watson ein bisschen was essen, während wir gleich das Finale spielen. Das hier ist unser Finalteilnehmer. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. So, und der Arthur, der hat halt auch keinen Hut auf. Deswegen habe ich beschlossen, auch keinen anzuziehen. Hier oben kann ich auch noch mal kurz zeigen. Das ist der Eingang in das Clubhaus. Wo wir halt nicht reinkommen, weil wir sind ja kein Mitglied. So. Genau, dann konnten wir hier irgendwie nochmal zu Watson gehen. Der wünscht uns halt nur viel Glück. Viel Glück, Holmes. Und vorher stand der hier neben dem... Ja. Ist ja egal. Und hier über ihn können wir jetzt das ganze Minigame gleich starten. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Aber sowas von. Ja, möge das Finale beginnen. Probieren wir es einfach nochmal. So. Also Ziel ist es halt, seine Bowls-Kugel näher an diese weiße Kugel zu platzieren. Ich weiß nicht, wer von euch Bowls kennt. Versuche ich so wie vorhin erstmal sehr mittig zu platzieren, die weiße Kugel. Ja, ein bisschen weiter wie das letzte Mal, aber das dürfte man hinbekommen. Oh, ist zu weit, glaube ich, oder? Oder? Ah, der war wieder sehr gut. Ein bisschen drüber, aber egal. Das letzte Mal haben sie mich nämlich voll ausgebuht. Wie ihr gesehen habt, könnte ich das Ganze jetzt auch überspringen, aber... Erstens will ich es euch zeigen, aber was mir viel wichtiger ist, hat mir mega Spaß gemacht, das zu spielen und deswegen mache ich es gern nochmal. So, linksrum war eigentlich recht gut. Nur nicht so stark wie das letzte Mal vielleicht. Jawohl. Ja, es wird ein bisschen drüber. So, jetzt hat Arthur auch mal einen gar nicht so schlechten Wurf gemacht, aber der wird ihm, glaube ich, nichts bringen. Nein, bringt ihm nichts.
Über links rum sind wir eigentlich recht gut gefahren. Nur mal ein bisschen schwächer werfen vielleicht. Ah, sehr schön. Mit dem Wurf könnte ich ja mal zufrieden sein. Ja, aber der bringt ihm nichts. So, linksrum war sehr gut. Jetzt viel schwächer wie die anderen, aber es müsste sich ausgehen, oder? Ah. Ja, da buhen sie mich jetzt mal aus, egal. Die erste Runde müsste jetzt eigentlich für mich ganz gut gelaufen sein. Ja. Damit hätten wir 3 Punkte eingefahren. Vorhin, wo ich die Aufnahme nicht gestartet habe, stand es bis zu dem Zeitpunkt schon mal 4-0. In der allerersten Aufnahme bei schlechtem Ton hat Arthur 1-0 geführt. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen besser, dass die weiße Kugel kürzer liegt. Das heißt, man kann nicht so viele oder man soll sie jetzt schon näher platzieren, weil man sie nicht so weit davor platzieren kann, die Kugel. Das ist so meine Taktik jetzt. Gucken wir mal, ob sie aufgeht. Ja, ist zu weit. Jetzt buhen sie bestimmt gleich wieder. Ja. Gut, dann Arthur spielt über rechts, deswegen heißt es, wir probieren mal über links unsere rote Kugel näher zu platzieren. Darf nur nicht so stark werfen. Ah, das war aber zu schwach, oder? Aber sehr zentral vorne hingelegt. Ja, ein Arthur macht jetzt hier die rechte Seite zu. Ja, genau. Aber sie ist drüber. Sie ist drüber. Sehr schön. So. Damit habe ich 2 sehr gut platziert. Jawohl. Das heißt, 3 Kugeln wieder ganz nah dran. So, das müssten wir jetzt eigentlich auch gewonnen haben, die Partie. Also, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, steht es jetzt gleich 6-0. Da, damit wäre es wohl durch. Ich habe 3 Kugeln näher dran, oder? 5? Okay, dann haben nur 2 gezählt. Aber mit 5-0 sind wir ja schon gut dabei. So, ich versuche die weiße Kugel jetzt nochmal ziemlich zentral zu platzieren.
Wenn ich jetzt die erste rote gut hinkomme, der Wurf, dann ist das Spiel ja eigentlich schon so gut wie entschieden. Ja, und ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Ja, der Applaus ist sehr gerechtfertigt, würde ich sagen. Das war wohl nix, Arthur. Du bist wohl doch nicht der Unbesiegbare. So. Ähnlich guter Wurf wie vorhin. Ah, der war ein bisschen zu stark, glaube ich, oder? Nein. Nein. Ja, man merkt, wenn man da ein bisschen Übung hat, ist es schon viel, viel besser. Aber er hat noch gute Chancen, weil die Weiße sehr frei liegt. Ja, der kickt jetzt meine Rote erstmal weg. Ja, das war jetzt natürlich nicht so gewollt von mir. Wobei ich ihm da die rechte Bahn... Nein. Nee, versperre ihm nicht. Die rollt zu weit weg. Ja, aber er punktet jetzt ja noch nicht. Aber jetzt punktet er. Nicht. Meine Rote liegt immer noch näher. Also ich muss doch den besseren Bogen hier über links werfen. So sind wir doch recht gut vorher gewesen. So, und damit habe ich 2. Oder? Ja, das dürfte jetzt 2 Punkte für mich sein. So, und da hätten wir 7-0 gewonnen. Freut mich, dass ich es nochmal hinbekommen habe. Gratulation zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, wie schade. So, und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen.